Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic mit eurem Giga-Review. Und heute, ihr seht es schon am Titel, gibt es kein Let's Play unserer beiden Charaktere, Akesius oder Selvig. Nein, sondern ich möchte über eine Ankündigung sprechen, die auf der E3 stattfand. Und dies betrifft das neue kommende Spieler-Update, die neue Erweiterung, das neue Add-on, Knights of the Fallen Empire. Und dieses Add-on wurde richtig, richtig groß und dick und fett von EA angekündigt. Was heißt angekündigt? Eher geteased. Ja, also es gab diesen Teaser, ein Bild und ein paar kleine Worte dazu. Deswegen wird das Video auch dementsprechend kurz sein. Wo fange ich am besten an? Es ist die E3 und es gibt natürlich auch Einblicke in Star Wars The Old Republic. Es war ja relativ ruhig die letzte Zeit, aber nun ist es eben soweit und im Rahmen dieser Messe gab es verschiedene Pressekonferenzen und da gab es eben dann von EA auch Ankündigungen zu Star Wars The Old Republic. Und zwar wird es eine Pressekonferenz geben am Montag, dem 15. Juni. Das ist der Montag, der jetzt kommt. Um 22 Uhr. Da werden wir erfahren, was im nächsten Add-on Knights of the Fallen Empire alles drinsteckt. Es wurde ein Bild veröffentlicht, sogar zwei eigentlich, zwei, die im selben Szenario spielen. Allerdings mit, ja, der einen Stelle liegt einer der drei gezeigten Personen und der anderen kniet oder sitzt er da noch. Und dann sehen wir im Hintergrund zwei Herren mit jeweils gelbem Lichtschwert. Die sehen auch irgendwie gleich aus, komischerweise. Was es damit auf sich hat, werden wir sehen. Wichtig ist, es soll das größte Story-Update der Geschichte von SWTOR sein. Also, wie man so eine Messlatte so hoch ansetzen kann, das ist natürlich gewagt. Andererseits glaube ich es aber auch fast bei den Dingen, die angekündigt worden sind. Nämlich, Achtung, es wird ein Cinematic Storytelling geben. Das heißt, wir werden nicht nur diese tollen Cut-Sequences haben, sondern auch Cinematic-Sequenzen. Ja, also filmisch produzierte Versionen, wie wir sie auch schon aus diesen drei Trailern kennen, die zu Beginn von SWTOR praktisch als Einstieg produziert worden sind. Wenn das ins Spiel findet und wir während des Spielens dann diese Cinematic-Trailer sehen werden, das wäre bombastisch. Das fände ich richtig genial. Ich frage mich natürlich nur, wird es jetzt nur einen Trailer zu Beginn des Add-ons geben oder wird man wirklich während der Geschichte immer wieder diese Trailer sehen? Da bin ich schon sehr gespannt darauf. Es wird neue Planeten geben. Das heißt nicht nur ein neuer Planet, sondern mehrere Planeten. Es wird auch neue Begleiter geben. Freue ich mich schon drauf. Eine dynamische Geschichte, in welcher wir den Fortlauf und die Wendungen natürlich wieder mitbestimmen können. Und darauf freue ich mich schon ungemein, dass wieder jede Klasse eine neue Geschichte bekommt, einen neuen Begleiter bekommt. Ist natürlich die Frage, ist der Begleiter dann für alle Klassen gleich? Oder aber bekommt jeder Held, jeder Charakter, jede Klasse nochmal einen individuellen Begleiter dazu? Auf jeden Fall werden wir in den nächsten Tagen wieder einige neue Informationen bekommen zu dem neuen Add-on Knights of the Fallen Empire. Und interessanterweise war ja Fallen Empire damals als, als Name gehandelt worden für diesen Story-Zusatz, für diesen Epilog zu Rise of the Emperor. Da hatten wir ja damals schon diesen Teaser gesehen, dieses Bild vom Thronsaal, in dem wohl Fallen Empire versteckt war, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und das ist natürlich jetzt der Name von dem neuen Add-on, ist natürlich umso erfreulicher, dass es sich so entpuppt hat. Ja, klingt auf alle Fälle alles schon mal sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt auf die Pressekonferenz und jetzt ist natürlich die Frage, was haltet ihr davon? Was haltet ihr von dem Add-on? Findet ihr das erstmal prinzipiell eine feine Sache? Aber wie seht ihr diese Neuerungen, ja, also dieses Cinematic Storytelling? Meint ihr, da wird zu viel aufgebauscht? Andererseits, das Bild scheint ja schon mal ein Beweis dafür zu sein, dass es diese cinematografischen Sequenzen geben wird.
Wie steht ihr zu neuen Planeten? Was wünscht ihr euch vielleicht? Was könnt ihr euch vorstellen? Ja, die Tok'ruta werden ja auch eingeführt. Gibt es da vielleicht Zusammenhänge? Ja, was meint ihr? Was denkt ihr? Was könnte Knights of the Fallen Empire sein? Also Knights of the Fallen Empire, das scheint ja irgendwie das Imperium, das niedergegangen ist. Ritter aus diesem Imperium. Die beiden Herrschaften dort sind das die Protagonisten. Müssen wir sie aufhalten? Müssen wir sie schützen? Ich meine, sie stehen da in einem Meer aus toter Soldaten und einem republikanischen Kreuzer im Hintergrund, der offenbar abgestürzt ist. Und dieser eine Herr dort, der dort kniend sitzt, der liegt dann in der nächsten Szene, also scheint er ja getötet worden zu sein. Da bin ich schon sehr gespannt darauf, was es damit auf sich hat. Wollen diese Ritter ein neues Imperium aufbauen? Was ist das überhaupt für ein Fallen Empire? Ist das das Imperium der Sith? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Rakata vielleicht, weiß ich nicht genau. Andererseits, die Roben deuten ja ein bisschen darauf hin. Könnte es das Imperium von Malak sein? Ich weiß es nicht. Das sind alles Spekulationen, aber vielleicht habt ihr ja ein bisschen präzisere Ideen, die einleuchtender sind als mein Kauderwelsch. Und da würde ich mich schon sehr auf eure Kommentare freuen. Und würde sagen, das soll es gewesen sein für dieses ganz kleine und kurze Informationsvideo, denn gestern am Freitag gab es ja keine. Und deswegen dachte ich mir, machst du lieber heute mal so ein ganz schnelles, kurzes. Ja, und dann macht es gut. Good Game lohnt sich gerade irgendwie nicht so richtig. Und bis dahin, euer GigaGreevy. Ciao, ciao.